Der ganze Sinn von Errungenschaften wie Menschenrechten, Bürgerrechten, der ganze Sinn von Freiheit als Konzept und darauf grundiert eigentlich das, was unsere Gesellschaft human macht, ist, dass sie nicht verhandelbar sind. Das heißt, Behörden können immer Argumente finden, mit denen sie argumentieren, gewisse Einschränkungen, gewisse Machtbefugnisse seien sinnvoll in ihrer professionellen Arbeit. Und das nimmt kein Ende. Deswegen waren ja auch Geheimdienste und Polizei in Diktaturen, in totalitären Gesellschaften fast allmächtig, was wiederum auch die Kriminalität natürlich stark reduziert hat. Das heißt, ich unterstütze den Widerstand gegen dieses unsinnige Gesetz gerade deswegen, weil es, damit wir noch eine halbwegs freiheitliche Gesellschaft bleiben, einen unveräußerbaren Kern von bürgerlichen Freiheiten geben muss, an denen nicht gerüttelt wird, an denen nichts verändert wird, völlig unabhängig davon, wie die technische oder politische Entwicklung ist. Wir wissen ja, dass Bürokratie meistens ineffizient ist. Wir wissen, dass mehr Bürokratie mehr Ineffizienz bedeutet. Das heißt, wenn ein Gesetz zu weiterer juristischer Unklarheit führen wird, wenn es mehr Beamte, mehr Apparatsabteilungen und Unterabteilungen mit sich führt, dann heißt das unweigerlich zum einen, dass der angebliche Sinn des Gesetzes, nämlich Terrorismus zu bekämpfen, nicht erfüllt wird. Und zweitens, dass der nicht ausgesprochene Sinn des Gesetzes, nämlich mehr Möglichkeiten in den Händen der Staatsmacht, um Bürger zu kontrollieren und zu drangsalieren, wächst. Und diese zwei Elemente sind meiner Ansicht nach zum einen kontraproduktiv, zum anderen aber von einer langfristigen Gefahr, die wir heute überhaupt nicht überschauen. Es ist ja so, dass wir relativ aufgeklärt und erleuchtet auf die Geschichte gucken und sagen, wie konnten eigentlich damals Parlamentarier für dieses oder jenes Gesetz stimmen? Wie konnten damals Politiker nicht widersprechen, sich nicht widersetzen, wenn offensichtlich fatale Entwicklungen in die Wege geleitet wurden? Und das ist eine fatale Entwicklung. Und ich würde jeden Politiker und jede Politikerin auffordern, ein bisschen zurückzutreten und ein bisschen nachzudenken, was denn an langfristigen und schweren Schäden für unsere Demokratie entsteht und ob nicht eines Tages sie oder er gefragt werden wird, wo warst du und was hast du getan, als unsere freiheitliche Grundordnung allmählich ausgehöhlt und aufgelöst wurde.